Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria Minilands. Ihr seht schon hier die ganzen Shadow-Truhen, die wir so abgefarmt haben in letzter Zeit. Und ja, ich würde sagen, das Spelunker-Potion wird sofort wieder reingeballert. Ich habe noch immer nicht geguckt. Oh, da ist wieder so eine Mumie. Die töte ich, Leute, weil die können manchmal diese Dinger brauchen, die wir für... wofür brauchen wir die nochmal? Oh, wie heißt das Ding? Für diesen Morgenstern ja nicht, für diesen Flegel sozusagen. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Okay, ich höre hier hinter mir schon wieder irgendwo einen Geist. Egal, ich hau jetzt einfach weiter ab. Unser Spelunker-Potion ist schon aktiviert. Ich denke mal, die drei Spelunker-Potions, die wir jetzt noch haben, die werden wir jetzt heute auch alle verbrauchen. Und ich glaube, Moment. Ich glaube, ich gehe hier runter. Dann kann ich nämlich hier schön... Ach nee, jetzt sind wir ja erstmal hier, genau. Ja, ich weiß gar nicht. War hier noch irgendwo eine blaue Truhe? Oh, im Wasser habe ich auch noch gar nicht geschaut, ob da noch irgendwo eine blaue Truhe war. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie da noch irgendwie eine Truhe versteckt haben. So, dort ist noch eine Truhe. War ich da noch nie? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann schaue ich mal, was da so drin ist. Moment, ich brauche ein bisschen Licht. Jetzt sehe ich ja hier selber kaum was. So, zeig mal her. 50 Schuriken, 3 Linsen. Okay, die Truhe lasse ich jetzt aber einfach mal hier. Denn so eine braunen Truhen brauchen wir eigentlich eh nicht mehr. So. Ich meine, hier hatte ich aber schon eine blaue Truhe gefunden, oder? Ah, okay, da vorne geht es jetzt auch schon wieder dann weiter. Ja, ich würde jetzt gerne noch in das Untergrundgebiet, sage ich mal, und schauen, ob dort noch vielleicht die ein oder andere blaue Truhe wartet. Ich weiß nicht, ob es hier noch vielleicht ein paar andere Items gibt in Truhen oder ob wir jetzt vielleicht schon recht viele Truhen abgefarmt haben. Keine Ahnung, es gibt ja keinen Hinweis oder so. Und eigentlich würde ich auch nochmal, wie gesagt, gerne bei den Harpien schauen, ob da nicht noch irgendwo eine Truhe sich versteckt. So, jetzt muss ich aufpassen. Oh, 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 Moment mal. Muss ich mich verarschen? So eine dicke Kobaltader, da unten auch noch Kobalt, oder? Kranker Shit. Kranker Shit. Egal, ich grab mich jetzt erstmal hier runter. Kann ich mir ja merken, dass hier diese dicken Kobaltadern waren. Haha, in ein paar Minuten habe ich es eh wieder vergessen. Und, sehr schön, die Jagd hat sich ein weiteres Mal ausgezahlt. Wir öffnen die Truhe direkt. Und das Laser Rifle ist hier drin, okay. Nehme ich natürlich gerne mit. Genauso wie die Truhe. Und diese Viecher hier, die finde ich irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas droppen, was man gebrauchen kann. So, hier unten. Oh, schau mal, da drüben ist ja nochmal so eine dicke Kobaltader. Ja, setz mich doch in Brand, ist mir egal gerade eigentlich. So, das ist doch krass. Okay. Okay, ich gehe jetzt trotzdem hier erstmal wieder ein bisschen nach oben. Ah, Mist, Skeleton. Den töte ich zuerst, weil der macht doch ein bisschen mehr Damage. Beziehungsweise den anderen hier lasse ich einfach gar nicht rankommen und schon hat er ein Problem. Ah, der hier wieder, ey. Ah, stirb, stirb, stirb. Shit. Ich dachte schon, jetzt trifft er mich doch nochmal. Erst so Sprüche klopfen, ich halte ihn auf Distanz und so und dann voll einen auf die Fresse kriegen, wäre auch lustig. So. Na, wo bleibt der Wurm? Ich höre dich doch wieder. Da unten, ah, der kommt hier nicht ganz ran. Oh, shit, jetzt haben die mich doch noch getroffen. So, aber es gibt eine Soul of Night. Okay, können wir natürlich gut gebrauchen. Und hier ist noch ein Herzcontainer. Okay, also damit wäre dann doch bewiesen, es gibt mehr als genug Herzcontainer hier. Oh, Mann. Oh, Mann, Vorsicht. Nimm den Spiegel. Boah, 18 Leben. Boah, krass. Ey, ich dachte, jetzt bin ich tot, ne? Das wäre krass gewesen. Das wäre echt wieder krass gewesen. Wo ist die alte Heilerin? Hier hinten steht sie. So, Emily, komm her, heil mich. Zack, danke. Huh, meine Güte. Na gut, dann werde ich halt erstmal wieder ein paar Sachen loswerden. Das Lasergewehr, was nimmt das eigentlich als... Ah, Magic, okay. Auch lustig. Werde aber auch erstmal in eine der Kisten verschwinden. So, Quickstack. Na, hier habe ich noch gar nichts drin. Mein Gold, ja, das würde ich auch ganz gerne loswerden. Und dann hauen wir hinten noch ein paar Quickstacks rauf. Zack, zack, zack. Dann dürfte unser Inventar wieder ein bisschen entlastet sein. So, zweimal Spelunker Potion ist noch vorhanden, Leute. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir einfach wieder direkt runter. Hoch, runter, hoch, runter. Ja, ja.
Das muntere Abfarmen hier bei Let's Play Terraria geht weiter. Jetzt würde ich gerne ein Stückchen weiter rechts eigentlich nochmal in die Corruption kommen. In die Corruption, sag ich schon. In diese Höhlensysteme. Weil links waren wir jetzt eigentlich schon recht weit. Spelunker Potion ist immer noch aktiv. Hält echt teilweise recht lang. Und es ist schon nervig. Ey, ich habe gerade vom Spiegel runtergewechselt, ne? Weil ich hätte das sonst wieder alles falsch gemacht. Ich hätte wieder den Spiegel benutzt, glaube ich. So, genau, hier vorne wollte ich jetzt erstmal runtergehen. Und wir müssen uns den Spelunker Potion reinziehen. Okay, weiter geht's. So, auch hier Kobalt vorkommen. Aber ich lasse es erstmal links liegen. Und schaue mich hier so ein bisschen um. Geht's hier jetzt schon wieder in die Underground Corruption? Nee, oder? Wow, wow, wow. Ah, okay. Ja, so kann man auch Truhen finden, indem man einfach irgendwo runterfällt und dann auf einmal mitten im Flug sieht, oh, Moment mal, da liegt ja eine Truhe. Gut, ich würde sagen, hier packe ich dann mal eben die Pearlstone Blocks hin und ein bisschen Licht für euch, damit ihr auch seht, wo ich mich eigentlich hingrabe. Oh, ist das nicht schön, wie schnell das jetzt hiermit schon geht. So, und öffnen wir die Truhe direkt. Was haben wir hier drin? Philosopher's Stone. Yes. Yes, der ist geil. Damit können wir dann nämlich uns später schneller... Was habe ich jetzt benutzt gerade? Ach, ich wollte so einen Block setzen. Okay, so, das wollte ich eigentlich machen. Damit können wir uns später um einiges schneller heilen. Da ist der Cooldown für Heiltränke niedriger. Das Teil kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Und ja, was mache ich jetzt? Ich würde gerne jetzt... Hier unten waren wir schon, in der Welt der Pilze da. Deswegen, oh, Vorsicht. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier wieder ein Stück weiter nach links. Oh, guck mal, was da unten für eine gigantische Armee von den Fledermäusen ist, ey. Meine Fresse, wo sind wir denn hier? Hat wieder irgendjemand Jumanji gespielt, scheinbar. Ich weiß, ich wollte Kobalt eigentlich nicht mehr mitnehmen, aber das liegt gerade so schön. Ah, hier, World Feeder. Den muss ich killen, Leute, sorry. Aber den muss ich einfach killen, weil der... Oh, fuck, 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 ich habe wieder diesen Fluch drauf. Weil der vielleicht die Cursed Flames bringt. Ja, da oben sind sie gedroppt. So, her damit. Wie viele haben wir gekriegt? 2, okay. Letztes Mal hatten wir 4 Stück von einem bekommen, das war geil. So, man kann nicht alles haben. Da unten ist wieder ein Herzblock. Ah, hier war ich doch schon, ne? Ja, hier war ich schon. Da unten ist sogar noch eine goldene Truhe, war ich da noch nie dran. Silber, ne, Silber brauche ich nicht. Goldene Truhe habe ich mir scheinbar noch nicht geholt. Ja, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwie Items drin sind, die uns irgendwie interessieren, aber ich grab mich trotzdem mal hin. Wäre irgendwie eine Schande, wenn wir jetzt hier eine Truhe einfach so liegen lassen. Silber und Gold und ein Dynamitbarren, okay. Warum nicht? Ja. Hätte ich mal früher Spelunker Potions gemacht, dann hätte ich hier vielleicht die Items früher gefunden, als ich sie noch gebraucht hätte. Aber nein, da war ich mir wieder zu fein für. Ich finde es auch irgendwie ganz schön, wenn man mal so ohne Spelunker Potions so ein bisschen durch die Gegend rennt. Hat doch auch was eigentlich. So, oh, jetzt kommen da schon wieder die Viecher. Oh Mann, ey, die nerven mich immer am meisten, muss ich sagen. So, komm schon. Den kriegen wir jetzt aber ganz gut besiegt, glaube ich, weil der ja sehr nah an uns dran war. So, was ist hier? Hier geht es jetzt schon... Okay, da geht's in die Hölle. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben jetzt so größtenteils alles abgesucht. Das Einzige... Okay, ich teleportiere mich noch einmal nach oben. Das Einzige, wo wir jetzt halt noch nicht waren, ist oben bei den Harpien. Da habe ich aber ein bisschen Schiss, dass da dieser kranke Gegner hinter uns herkommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich gegen den schon irgendwie eine Chance hätte. Weil ich halt auch nur meine Hellstone-Rüstung momentan habe. Naja... Keine Ahnung. Falls er kommt, teleportiere ich mich einfach nach Hause und beende die Folge, weil ich glaube, die verfolgen einen sonst. Obwohl, zu Hause kann ich ja gegen den kämpfen, dann sind meine Items immerhin nicht weg, wenn ich sterbe. So, hier unser kleines Anfangshäuschen. Und ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier auch auf dem Boden des Ozeans entlang gehen, weil man weiß ja nie, ob hier unten vielleicht irgendwo noch eine blaue Truhe versteckt ist.
traue dem Typen, der die Map hier erstellt hat, wirklich alles zu. Oh, eine kleine Krabbe. Okay, ich brauche Luft. Oh shit, ich komme nicht dort oben ran. Okay, ich sehe schon, dass meine Lebensenergie jetzt ein bisschen runtergeht. Aber ich glaube, jetzt dürften wir es schaffen. Nein, immer noch nicht. Das gibt's noch nicht. So, erstmal ordentlich Luft schnappen. Und dann geht's direkt wieder ins Wasser. Hm. Scheinbar, oh Gott, okay, doch, da unten. Jetzt muss ich mal schauen, wie weit geht das Wasser jetzt hier. Oh fuck, okay, ziemlich tief. Dann grabe ich mich am besten... Oh ja, stimmt, da waren auch noch Stacheln. Greife ich mich am besten von hier unten daran, würde ich sagen. So, einmal links, rechts absichern. Oh, und der Spelunker-Potion ist sogar gerade jetzt schon beendet, die Wirkung. Ich brauche hier ein bisschen Licht, Leute. Sonst seht ihr doch bei YouTube wieder mal gar nichts. Das wollen wir doch nicht. So, Moment. Zack, okay. Und was haben wir hier? Nochmal Kobalt 35, 35 Mithril und die Titan-Handschuhe, die unseren Knockback von Nahkampfwaffen nochmal weiter steigern würden. Okay, Leute, ich baller mir den letzten Trank rein und gehe jetzt hier nochmal ein Stück nach rechts. Wir haben, glaube ich, noch nicht alles gesehen, obwohl ich glaube nicht, dass hier so nah beieinander zwei blaue Truhen sind, oder? Nee, ich glaube nicht, dass der das gemacht hat. Aber man weiß ja nie. Obwohl ich halt auch aufpassen muss, dass ich zumindest noch bei den Harpien hochkomme. Und dort nochmal einen Blick reinwerfen kann, was da so abgeht oben. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, hier kommt keine mehr. Aber wenn ich jetzt umdrehe und dann kommt noch eine, dann... Ja, dann ärgere ich mich natürlich wieder. So, da hinten ist noch ein Dingens. Nee, okay, hier scheint nichts mehr zu sein, Leute. Dann beeile ich mich jetzt mal, dass wir noch dort hochkommen. Wir haben noch knappe 4 Minuten, bis der Trank aufhört zu wirken. Ah, ich denke, das sollten wir schaffen. Wir müssen ja nur durchs Wasser und dann uns irgendwie ein bisschen nach oben, ja, arbeiten. Das geht allerdings jetzt auch ziemlich gut, dass wir uns nach oben arbeiten, indem wir mit unserer Ivy Whip da ein bisschen arbeiten. Und wir haben jetzt auch die Rocket Boots. Von daher ist das nicht mehr ganz so schwierig wie am Anfang noch. So, okay, Vorsicht, jetzt muss ich aufpassen, dass wir hier genau nicht in die Dingens wieder runterfallen. Ah, jetzt kommt ja auch noch so eine blöde Qualle. Nicht, dass wir da in die Stacheln fallen, weil die Stacheln machen doch schon immer ziemlich guten Schaden, muss man ja mal sagen. Und hoch mit uns. Kann es sein, dass wir noch keinem einzigen Hai begegnet sind, seit wir hier zocken? Ich glaube nicht. So, okay, zack, Moment. Oh, seht ihr wohl, das geht doch ziemlich zügig, bis wir hier nach hier oben kommen. Ah, sehr schön. Da haben wir also eine blaue Truhe. Konnte man sich eigentlich schon fast denken, dass hier oben irgendwo zumindest eine Truhe ist. Jetzt hoffe ich mal, dass nicht so ein krankes Viech hier respawnt in der Zeit. Ich will zumindest noch... Oh, Harpien. Okay, ich hatte gerade schon so... Oh mein Gott, da kommt was. Und okay, so, die Truhe haben wir auf jeden Fall. Silk haben wir hier. Die Stonewall haue ich mal weg. Und wir haben den Starcloak. Ah, okay, stimmt. Der sorgte dafür, dass Sterne vom Himmel fallen, wenn man getroffen wird. Okay. So. Ist hier oben noch irgendwo... Ah, hier ist sogar noch die... Ey, da ist bestimmt der Ballon drin, oder? Scheiße, die haben wir uns ja gar nicht mehr eingesammelt gehabt, die goldene Truhe. Jetzt muss ich auch irgendwas gleich wieder wegschmeißen. Und wie viel Kupfer hier ist, oder? Ist ja unglaublich. So. Und... Mal schauen. Ja, der rote Balloon ist hier drin. Da haue ich jetzt einfach mal die Clayblocks weg für. Das Silber nehme ich natürlich auch mit. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, soweit alles hier zusammen, oder? Was wir so zusammen haben wollten. Boah, Vorsicht. Er schießt auf uns. Na gut, okay. Ich teleportiere mich nach Hause, würde ich sagen. So, sehr gut. Und ja, stimmt, wir haben ja nochmal eine ordentliche Ladung Mithril und... Adamantite gefunden. Geiles Ding. So muss es sein. Hier oben mache ich auch nochmal einen Quickstack. Überall mal eben schnell einen Quickstack ausführen, damit der ganze Scheiß wegkommt. 2 Kobaltbarren. Moment, ist das hier voll? 99 Stück. Okay. Und 99 Kobalt. Oh, stimmt. Moment mal, da sollten wir mal... Also, okay, an Kobalt haben wir jetzt schon mega viel gefunden. Was haltet ihr davon, wenn wir uns nicht einfach nochmal die Kobaltrüstung herstellen, oder? Obwohl, dieses Teil ist auch cool hier.
Egal, ich glaube, wir haben sogar genug, um uns alles herstellen zu können. Aber ich will jetzt auch nicht so viel verschwenden, in Anführungsstrichen, aber die Rüstung wäre schon nice. Also die Kobalt-Leggings, die Kobalt-Breastplate und ich nehme jetzt einfach mal das mit den Nahkampf-Krams. Das brauchen wir dann doch, glaube ich, am ehesten. So, und ich weiß nicht, was wir jetzt für einen Increase an Defense haben hier. Oh, guck mal hier, das macht sogar 8 Defense und das macht nur 7. Das macht 8, das macht 9, das macht 11, das macht 8. Ah, okay, dann ist das einigermaßen ausgeglichen. Aber hier der Set-Bonus ist natürlich geil. Der Increased Melee Speed ist natürlich sehr schön. Wie schnell schlage ich jetzt? Ja, doch, ist schon ganz ordentlich. Okay, die restlichen... Ey, wir haben immer noch so... Was? Immer noch 90 Kobalt? Dann mache ich mir das. Ist das stärker als die? Ja, ist ein bisschen stärker. Dann mache ich mir die halt auch noch. Hau ich hier rein. So, wie schnell können wir mit der? Ja, auch nicht schlecht. Und hier hätten wir noch das Schwert. Und einen Repeater hätten wir auch noch. Okay, also ich glaube, was so Kobalt-Sachen angeht, sind wir ziemlich gut ausgerüstet. Die Chainsaw könnte ich mir natürlich auch nochmal herstellen. Die kann natürlich auch richtig schnell die Dingens abbauen. Die Bäume. Dann bräuchte ich die Axt nicht mehr. Aber eigentlich brauchen wir... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, ich hau die Kobalt-Dinger erstmal wieder hier rein. Schauen wir nochmal... Ne, nicht die Silk, die Kobalt-Dinger. Da. So, hier rein. Quickstack nochmal, falls wir irgendwas übersehen haben. Jetzt könnten wir hier oben nochmal ein paar Quickstacks. Zack. Zack. Fallen gar keine Sterne mehr vom Himmel irgendwie, wa? Eieiei. So, jetzt kommen hier die komplette Molten-Rüstung rein. Also, falls wir mal irgendwie wieder Stress haben. Ich könnte mir jetzt auch nochmal hiermit das bessere Item herstellen. Die Cloud in der Balloon. So, damit können wir mega hoch springen. Und was brauchen wir? Wir brauchen diese Schuhe eigentlich. Die haben wir, glaube ich, damals verloren. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay. Das restliche Inventar räume ich beim nächsten Mal auf, Leute. Ich mache an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und falls der Part gefallen hat, kloppt doch den Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.